Das Dritte Reich nutzte die Fronterlebnisse seiner Scharfschützen stark zu Propagandazwecken. So wie jene von Josef Allerberger. Im August des Jahres 1943 erreichte der 18-jährige Österreicher die Ostfront. Josef Allerberger wird bis zum Ende des Krieges zu den zwei tödlichsten Scharfschützen der Wehrmacht aufsteigen. Seine Bilanz 257 Feinde wurden bis zum Ende des Krieges von ihm erschossen. Er selbst überlebt und wird im Jahre 1945 mit dem Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes ausgezeichnet. Doch während seiner Zeit an der verheerenden Ostfront fühlte sich Allerberger nicht als Held. Viele Offiziere der Wehrmacht hatten ihn oftmals als hinterhältigen und ehrenlosen Heckenschützen betrachtet. In diesem Video erzähle ich euch die Geschichte von Josef Allerberger, dem zweittödlichsten Scharfschützen der Wehrmacht. Los geht's! Josef Allerberger wurde am 24. Dezember des Jahres 1924 in Valls, Österreich geboren und verbrachte seine Kindheit in den schwierigen Jahren zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg. Er konnte aus erster Hand miterleben, wie die Nationalsozialisten um Hitler aufstiegen, weiter die Eingliederung Österreichs am 12. März des Jahres 1938 in das Dritte Reich sowie den Beginn des schrecklichen Zweiten Weltkrieges. Josef Allerberger wurde in eine traditionell konservative österreichische Familie hineingeboren. Seine Mutter war eine Hausfrau und sein Vater ein Zimmerer sowie ein Veteran aus dem Ersten Weltkrieg. Josef arbeitete im Geschäft seines Vaters und wollte immer in seine Fußstapfen treten. Josef Allerbergers Erziehung war geprägt von Werten wie Patriotismus, Fleiß, aber auch Gehorsam gegenüber höheren Autoritäten. Die nationalsozialistische Propagandamaschinerie wird ihn und später auch tausende andere junge Männer dazu bringen, sich freiwillig für die Wehrmacht und Waffen-SS zu melden. Josef fürchtete, dass er untätig sein würde und nicht am Krieg teilnehmen konnte. Denn im Dezember des Jahres 1942 schien es so, als ob das Dritte Reich den Krieg gewinnen könnte. Durch die Nazi-Propaganda wurde der Krieg als glorreicher Kampf gegen den Weltbolschewismus dargestellt und sehr stark romantisiert und glorifiziert. Keiner der jungen Männer wie Josef Allerberger konnten sich die Schrecken, den Hunger und den allgegenwärtigen Tod an der Front sich nur im geringsten ausmalen. Im Februar des Jahres 1943 wurde Josef Allerberger mit 18 Jahren schließlich in das 144. Gebirgsjägerregiment der 3. Gebirgsdivision eingezogen. Nach 4 Monaten intensiver Grundausbildung durch zuvor erfahrene Frontsoldaten der Wehrmacht wurde Allerberger mit ein paar anderen Kameraden im Juni des Jahres 1943 einem schweren Maschinengewehr zugeteilt. Bei seiner allerersten Ankunft an der Front war Allerberger aufgeregt und wusste absolut nicht, was ihn erwartet. Doch sein Gruppenführer sagte ihm, er sollte nur an das denken, was er in der Grundausbildung gelernt hatte. Einerseits waren die MG-42 Schützen der Wehrmacht und der Waffen-SS bei den Rotarmisten gefürchtet, zogen aber von allen Seiten Aufmerksamkeit auf sich und waren ein bevorzugtes Ziel für sowjetische Scharfschützen. Weiter wurden die deutschen MG-42 Besatzungen auch gerne von sowjetischen Panzern und Artillerie ins Visier genommen. Wie man es sich sicher vorstellen kann, war die Verlustrate unter diesen Einheiten erheblich höher. Josef Allerberger hatte dies schnell gemerkt und wenn er überleben wollte, musste er definitiv was anderes finden. Doch Allerberger lernte die Schrecken des Krieges schnell kennen, denn von den 120 Mann seiner Kompanie waren nach 3 Monaten nur 20 Mann am Leben. Josef Allerberger wurde im August des Jahres 1943 in Stavropol durch einen Granatensplitter an der Hand verwundet und kam für 2 Wochen in ein Feldlazarett. Die Verletzung war jedoch nichts Dramatisches und so arbeitete Allerberger in der örtlichen Waffenkammer.
Bei der täglichen Reinigung der Waffen stieß er auf ein sowjetisches Mosin-Nagant-Gewehr mit einem 3,5-fachen Zielfernrohr und war sofort fasziniert. Weiter begann Allerberger mit diesem Gewehr, welches ihn stark beeindruckte, zu üben. Am Schießstand bewies er sein Können und selbst seine örtlichen Vorgesetzten konnten nicht so gut schießen wie er. Nach einigen Tests waren seine Vorgesetzten sicher, dass Allerbergers Treffer nicht Glück oder Zufall waren. Doch an der Ostfront starben sehr viele Soldaten auf beiden Seiten und Allerberger musste nach 2 Wochen wieder an die Front zurückkehren. Ende August des Jahres 1943 an der Front in Donetsk, in der Ostukraine angekommen, erzielte er 27 Abschüsse. Seine Vorgesetzten erkannten das große Potenzial von Allerberger und schickten ihn auf einen Scharfschützenlehrgang auf der Seetaler Alpe. Dort wurde er mit einem Karabiner 98K Scharfschützengewehr mit einem 4-fachen Zielfernrohr ausgerüstet. Damit begann Allerberger sein Training zu einem Elite-Scharfschützen. Ganze 9 Monate war Allerberger mit dieser Ausbildung beschäftigt und perfektionierte sein Können als Scharfschütze. Zu diesem Zeitpunkt begann die Wehrmacht, ihre Scharfschützeneinheiten erst zu etablieren. Denn diese Truppengattung wurde bis Anfang des Jahres 1943 vom Dritten Reich stark vernachlässigt, während die Sowjets seit dem Sommer 1941 schon kontinuierlich Scharfschützen an die Front schickten. Doch die Scharfschützen des Dritten Reiches hatten auch in ihren eigenen Reihen keinen leichten Anfang. Diese wurden oft als feige und ehrenlose Heckenschützen von ihren eigenen Kameraden betrachtet. Als Allerberger wieder an die Front im Mai 1944 zurückkam, wurde er entgegen seinen Erwartungen herzlich empfangen, da er in seinem Bereich der einzige Scharfschütze war, welcher auf die sowjetischen Scharfschützen, welche Angst und Terror verbreiteten, effektiv antworten konnte. Denn in den Tagen zuvor hatte ein einzelner sowjetischer Scharfschütze eine komplette deutsche Gebirgsjägerkompanie Mann für Mann niedergeschossen. Der gebürtige Österreicher Allerberger sollte den sowjetischen Töten aus dem Hinterhalt nun endgültig ein Ende machen. Als Allerberger endlich ins Feld ging, um den sowjetischen Scharfschützen zu finden, lag dieser etwa nur 90 Metern entfernt. Allerberger hatte ihn sofort entdeckt, doch er zögerte, sein Herzschlag raste und seine Waffe zitterte. Auch ihn befallen die moralischen Bedenken vor dem ersten Schuss. "Worauf wartest du?", rief ihn ein Kamerad zu und holte ihn wieder zurück in die Realität. "Nun schieß endlich!", Allerberger drückte schließlich ab. Er traf den sowjetischen Scharfschützen genau zwischen die Augen. Genau so lässt es sich in dem Buch Im Auge des Siegers von Albrecht Wacker über Josef Allerberger lesen. Weiter versuchte Allerberger in erster Linie sowjetische Offiziere zuerst zu eliminieren. Zusätzlich betrieb er in Gefechten eine demoralisierende Strategie am Feind, indem er bei den feindlichen Soldaten zuerst auf die Nieren zielte, was nicht zum sofortigen Tod, aber zu starken Schmerzen führte. Der feindliche Soldat, welcher auf diese Weise angeschossen wurde, lag somit auf dem Schlachtfeld und verunsicherte seine Kameraden mit seinen schmerzerfüllten Schreien. Weiter vermied es Allerberger in Gefechten, gefangen genommen zu werden. Denn er wusste ganz genau, dass wenn er den Sowjets als Scharfschütze in die Hände fällt, dies für ihn schreckliche Folter bedeuten würde. Denn Scharfschützen waren auf beiden Seiten äußerst unbeliebt. Seine meisten Abschüsse erzielte Josef Allerberger aus einer Entfernung von 150 bis 500 Metern mit einer Trefferquote von etwa 90%. Bei einer Entfernung ab 800 Metern waren äußere Faktoren wichtig, wie dass zum Beispiel die Sicht klar ist und es beinahe keinen Seitenwind gibt. Während der Gefechte war Allerberger dafür bekannt, dass er die von der Wehrmacht erlernte Taktik des Regenschirms mit abgenommenem Stoff und in die Arme eingewebten Blattwerk anwendete, den er vor sich hielt, um sich zu tarnen. Diese Tarnung war schnell zusammengebaut, vom Gewicht äußerst leicht und konnte an viele Umstände angepasst werden. Doch Allerberger musste die Schrecken des Krieges mit den eigenen Augen jeden Tag miterleben.
Im April des Jahres 1945 wurde Josef Allerberger für seine Leistung an der Front vom Feldmarschall Ferdinand Schörner, dem Kommandeur der Heeresgruppe Mitte, für seine 257 Abschüsse mit dem Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes ausgezeichnet. Nach dem Krieg arbeitete Allerberger wie sein Vater als Zimmermann. Josef Allerberger starb am 2. März des Jahres 2010 in Valz im heutigen Österreich. Das war es heute zur Geschichte von Josef Allerberger, dem zweittödlichsten Scharfschützen der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, lass bitte ein Abo und Daumen hoch da. Bis bald, dein Kanal History Check.